Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es jetzt um die Lampen, die ich am wenigsten eingesetzt habe. Und zwar geht es um meine Tube Lights. Im letzten Video ging es ja um die Lampe, die ich am meisten eingesetzt habe, die kleine Aperture 60X, also das war ein Top-Kauf. Diese Tube Lights hier, das ist eine Vibesta Peragos, das war wirklich ein Flop-Kauf. Diese Lampen gehören wirklich zu Fehlinvestitionen, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Fangen wir von vorne an. Ich habe die Lampen, ich glaube, circa 2020 über eine Kickstarter-Kampagne gekauft und damals war dieser Tube Light-Markt noch sehr überschaubar. Ich habe dann eben viel an Sets mit den Asteras gearbeitet, aber das waren halt alles immer Leihgeräte und dann habe ich mir halt überlegt, ich finde es eigentlich schon ganz cool, mit denen zu arbeiten. Sie sind mir aber zu teuer zum Kaufen. Also eine Astera mit Zubehör und allem drum und dran, was man dann halt noch so braucht, liegt man eher bei 800 Euro. Dann reicht ja oft eine nicht. Man braucht dann an sich, würde ich sagen, mindestens zwei. Aber ich habe dann überlegt, okay, dieser Koffer. Aber bei diesem Koffer sind wir halt bei, ich glaube, 4000 Euro. Ich habe es nicht mehr ganz genau so im Kopf. Und genau, dann habe ich mir gedacht, also das ist mir einfach schon, ist mir einfach zu viel zum Kaufen. Da leiht man einfach immer besser. Und genau, dann habe ich eben diese Kickstarter-Kampagne oder Indiegogo war es, glaube ich, Kampagne gesehen von diesen Vibesta-Tubes und an sich war der Preis unschlagbar und auch so von den Features habe ich mir gedacht, ganz interessant. Also hier habe ich eben vier Tubes mit Zubehör, Tasche für, ich glaube, 1200 Euro bekommen. Man musste sehr lange drauf warten, weil die gar nicht hinterhergekommen sind, wie oft bei so Kickstarter-Sachen mit der Produktion. Und ja, ich glaube, ich habe dann Ende 20, irgendwie so, habe ich dann die Tubes bekommen und war an sich am Anfang auch guter Dinge. Beim ersten Dreh war ich aber dann doch irgendwie sehr ernüchtert, weil wenn man die Lampe eben mit diesem Akku verwendet hat auf voller Leistung, dann hält der Akku, ich glaube, 10, 15 Minuten. Das ist an sich bei den Asteras auch so, wenn man die auf voller Leistung laufen lässt, dann halten die an sich auch nicht so lang. Aber irgendwie dieses System, dass man dann eben, also hier diesen Akku tauschen kann, also man kann den eben hier wegmachen, hinmachen, das war gut gedacht, aber irgendwie nicht praktikabel. Zum einen wird die Lampe deutlich länger dadurch. Das ist ja auch bei diesen neuen von Aperture, die haben ja auch, glaube ich, so in der Amaran-Serie welche mit dem Griff unten und dann Akku dran und weg. Also sie wird länger, dadurch unhandlicher. Man kann sie teilweise schwerer irgendwo hinricken, weil der Hebel halt sehr lang wird. Bei dieser Peragos-Tube ist jetzt auch noch, ich versuch's mal, ob ich es irgendwie reinhalten kann, so rum. Diese Bedieneinheit ist nämlich hier unten dran. Und man sieht schon, also das ist eine riesen Lampe. Und also man merkt schon allein hier, wenn ich sie nur einfach zeigen will, dass sie komplett unhandlich ist und einfach viel zu lang. Ja, das ist halt ein Problem, das ich nicht unbedingt so direkt gesehen habe, dass diese Länge schon auch eigentlich immer im Weg umgeht. Dadurch wird der Hebel größer, dieses Bodenstativ, was ich da habe, ist fast immer am Limit. Also wenn es nur ein bisschen falsch gestellt ist, dann die kippt eigentlich sofort und also es ist nicht wirklich praktikabel. Dann als nächstes, dadurch, dass man eben diese Bedieneinheit ansteckt und den Akku ansteckt, sieht man das natürlich auch. Und teilweise ist es ja wirklich so, dass diese Tube Lights so konzipiert sind, dass man sie an sich im Shot hat. Vor ein paar Jahren wurde das ja noch inflationär in Musikvideos verwendet. Also jedes Musikvideo waren irgendwie Asteras drin. Und sieht ja schon immer cool aus. Aber wenn ich diesen Akku halt dran habe und unten die Bedieneinheit, ja, dann sieht es halt irgendwie nicht mehr so cool aus. Dann habe ich halt irgendwie hier so ein schwarzes Teil hängen, dann hier noch mit sowas Rotem dran. Dieses Ding, dass man es halt irgendwie noch cool reinstellen kann, war dann plötzlich auch weg. Ja, und dann haben wir jetzt bei dieser Lampe eben keine Möglichkeit, irgendwie nochmal den Lichtkegel zu beschränken. Bei den Asteras gab es dann relativ schnell eben Zubehörhersteller, die so ein Grid gemacht haben. Also jetzt zum Beispiel von DOP Choice, das Snapgrid. Oder dann gibt es ja so kleine Softboxen eben von DOP Choice, die man komplett drüber machen kann. Und das ist halt mega. Für die Peragos wird es jetzt wieder hier nicht funktionieren, weil die ja deutlich zu lang ist. Irgendwie, also das ist auch wieder so ein Ding. Wenn man halt weggeht vom Branchenstandard,
hat man mehr Probleme, als man irgendwie denkt. Man braucht aber wirklich ein Grid oder eine Softbox, um diese Tube Lights nochmal besser zu kontrollieren. Das ist wirklich ein Problem. Dadurch, dass die halt diese runde Form haben, die strahlen natürlich auch in jede Richtung. Wenn man die dann zum Beispiel irgendwo oben hinrickt und hat dann praktisch so, hat sie ganz knapp aus dem Bild rausgeframed, dann sieht man teilweise eben, dass sie auf die Wand strahlt zum Beispiel. Und das möchte man ja überhaupt nicht. Deswegen eben das Grid dran. Und jetzt bei denen wieder, klar, könnte man jetzt hier dieses DOP Choice Grid auch wieder dran machen, aber dann ist wieder ein bisschen was frei. Dann muss man da wieder Blackright drum machen und das ist einfach alles irgendwie so eine semi-gute Lösung. Also das waren jetzt eher Probleme auf der praktischen Seite. Also man kann sie sehr schlecht ins Frame stellen oder sieht einfach nicht gut aus und man kann sie nicht wirklich gut irgendwo hinricken, weil sie einfach zu groß ist, der Hebel ist da oft zu lang. Jetzt haben wir aber noch ein drittes Problem. Die Lichtqualität ist okay, aber die Einstellungen sind irgendwie ein bisschen off. Also ich weiß, da passt irgendwas bei der Firmware nicht. Und zwar habe ich eben unterschiedliche Farbtemperaturen bei den Lampen, bei aber exakt gleichen Einstellungen. Also die Werte sind einfach irgendwie falsch in der Lampe. Und die haben ja aber dann trotzdem natürlich auf der Webseite gesagt, ja, dass jede Lampe exakt genau kontrolliert wird, aufeinander abgestimmt, was weiß ich. Nee, es ist halt einfach nicht so. Da sind krasse Farbunterschiede drin. Und gerade wenn man sie jetzt irgendwo hinten im Bild stehen hat, hat man da, also das geht gar nicht, dass dann irgendwie die Lampen unterschiedliche Farben haben, wenn sie exakt die gleichen Werte haben. Also das ist halt auch so ein Punkt, Qualität passt halt nicht. Die Tasche, die dabei war, ist ein Softcase gewesen. Die Lampen, also wer einmal so einen Astera-Koffer irgendwie mit sich rumgeschleppt hat, der weiß, das ist relativ schwer. Hier bei den Lampen, da sind 4 Lampen drin, da sind die Akkus drin, da sind die Netzteile drin, da sind die Bodenstative drin, in so einem Softcase ohne Rollen. Und irgendwann nach einer Zeit ist mir das auch gebrochen, das Case, obwohl ich sie gar nicht so oft eingesetzt habe, das ist das Witzige. Also irgendwie einfach unten der Boden rausgegangen, weil das halt vernäht war irgendwie. Dann habe ich es halt versucht, notdürftig irgendwie nochmal zusammenzunähen, zu kleben. Aber eigentlich ist die Tasche durch. In der Größe gibt es dann aber auch irgendwie nicht so richtig Taschen. Weil ich habe dann überlegt, soll man eine nehmen, die halt wo halt die komplett die Lampe reinpasst. Aber gibt es irgendwie nicht so richtig, aber dann wieder auseinandergebaut. Also es ist alles, weil es nicht genormt ist, es ist ein Graus wirklich. Das ist wirklich ein Graus und deswegen, ja, liegen diese Lampen eigentlich seitdem bei mir meistens ungenutzt im Keller rum. Ganz, ganz selten habe ich sie bei irgendwelchen Drehs, also wenn ich exakt weiß, was ich irgendwie machen will, aber es ist auf keinen Fall eine Lampe, wo ich weiß, okay, die habe ich einfach immer dabei, wie meine, diese Amaran 60X. Und ja, es ist irgendwie schade. Und jetzt habe ich eben neulich mal wieder auf dem Set mit diesen Aperture Amaran gearbeitet und wir hatten eben diese DOP Choice Snapgrids dabei. Und das war ein ganz anderes Arbeiten. Das war wirklich, wo ich mir gedacht habe, es ist an sich wie mit einer Astera. Die sind ja nicht ganz so geil irgendwie, aber es war auf jeden Fall ein deutlich angenehmeres Arbeiten. Und ja, jetzt, keine Ahnung, ich weiß echt nicht, was ich wirklich mit denen machen soll. Die liegen einfach nur rum. Wirklich verkaufen bringt halt auch nichts. Außer ich mache jetzt irgendwelche ganz krassen Kampfpreise. Aber ich weiß halt auch nicht, weil ich an sich möchte ich es niemandem zumuten, fast schon gesagt so. Weil die halt, ja, wirklich nicht so durchdacht sind. Ja, was lernen wir daraus? An sich, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man den Branchenstandard kaufen. Und im Moment, es ist, glaube ich, noch Astera. Die Nanlights sind natürlich auch nicht verkehrt. Es ist vielleicht auch Aperture mit den neueren Tube Lights. Also ich würde da, glaube ich, keinen so einen Newcomer-Hersteller mehr nehmen, die halt nicht wirklich etabliert sind, weil man teilweise wirklich nur Probleme hat. Ich lasse mich da gerne überraschen von irgendwelchen neuen Sachen, aber hier muss ich sagen, war es halt wirklich ein Reinfall. Gibt es irgendjemanden von euch, der vielleicht auch diese Lampen hat, der vielleicht was anderes berichten kann? Ich wage es zu bezweifeln, weil ich glaube, die haben wenig gekauft. Also klar, das Kickstarter war voll, aber ich glaube,
Also ich habe noch niemanden gesehen, der die irgendwie verwendet hat. Klar, in einem Online-Forum irgendwie. Aber ja, würde mich aber interessieren. Und sonst andere Fragen oder Anregungen gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.